Ich komme hier langsam wirklich komplett durcheinander. Jetzt meine Fragen, ne? Meine Fragen rausholen, meine Fragen stellen, bitte. Ja. So, ich komme hier komplett durcheinander. Das ist Namika, ja, die ihr gerade hören und sehen durftet. Wunderbar, das Album heißt Nador, genau. Ja, das war die erste Single und jetzt Hellwach heißt es. Ja, ja. Sehr, sehr gut. Ich wollte dir nur helfen, aber war völlig sinnlos. Ne, wieso? Ist aber nett. Also grundsätzlich, die Geste zählt. Aber trotzdem dumm. Ja, gut. Ja. Dumm, aber schlau, ne? Wie andere Kollegen aus Hamburg das schon mal festgestellt haben. Richtig. Ich habe jetzt hier, ich habe noch ein paar andere Fragen. Bitte. Jetzt mal los. Ich lege einfach mal los. Ne? Ja. Wenn es um Hip-Hop geht, gehört ihr zweifelsfrei zu den Pionieren in Deutschland. Ihr habt damals mit Dynamite Deluxe, nee, das sind die hier. Die muss ich... Ich lese einmal vor. Ja, die Fragen, die gelungene Mischung aus urbanem Hip-Hop und eingängigen Popmelodien ist das Rezept für den garantierten Charterfolg. Für uns ist es ohne Zweifel das Album des Jahres. Das schreibt eine große deutsche Tageszeitung über das Album von Sido. Ist Sidos Erfolg auch Ansporn für euch, immer besser und erfolgreicher zu werden? Ja, selbstverständlich. Wir hecheln seit Jahren hinterher und ich find, wir sind dicht dran. Ich wollte ihn jetzt mal nach Andreas Boranis Telefonnummer fragen. Damit wir da anknüpfen können, wo er angefangen hat. Ja. Und dann, das scheint ja gut zu laufen. Und dann machen wir auch so ein Mark Foster-Ding. Und, ja. Und dann einer, der singen kann. Ja, Finkenauer. Endlich mal. Aber endlich dich. Mal. Ja. Oder dich. Ich, ja, absolut. Ja. Das wäre doch schön. Du singst auch hübsch. Ja, Jungs, ihr dürft nicht zulassen, dass die frech werden. Ne? Die werden mir ein bisschen zu frech. Soll nicht frech werden. Hör mal, nicht frech werden jetzt. Okay. Das meint er jetzt total ernst. Das war ein ernst gemeintes Kompliment. Ich kenne meinen Kollegen. Ja. Ja, vielleicht fragt er Paulina sonst auch noch mal. Ich habe auch noch eine Frage. Was soll man noch mehr sagen? Ne? Seit Jahren ganz vorne dabei, Dauergast in den deutschen Charts. Auch menschlich absolut vorbildlich, ganz klar. Wir sprechen von Sido. Inwiefern ist er privat wirklich noch ein Vorbild für euch? Habt ihr jetzt so Cross-Marketing am Laufen? Oder was? Ich kann ehrlich gesagt die ganze Zeit nur an Klaas ihm seine Brustwarzen denken. Da würde ich gern dran saugen. Ja, das, ich bin auch enttäuscht. Also, seid also ganz Werbung, ehrlich, seid dafür wäre ich zu haben. Ja. Was ist denn hier los? Leute, also, nein, nicht sowas. Und es schmeckt wie zu erwarten nach dieser Limo. Weißt du, woran das liegt? Ich habe heute Morgen in der Mangelung mit Kindershampoo geduscht. Ah, ehrlich. So, wir haben, oh Gott. Das ist eine von den Sachen, you can't undo that. So. Ja, es ist ich jetzt, bin froh, dass ich einen Bademantel an habe, wenn man nicht sehen kann, was du mit mir gemacht hast. So. Als hätten wir thematisch darauf hingearbeitet, kommt jetzt ein Ausschnitt aus eurem Song Von der Liebe, meine Damen und Herren. Fettes Brot, bitte sehr. Das ist das aktuelle, sehr sehenswerte Video. Bitte schön. Bravo. Denn sie wissen nicht von der Liebe. 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 Von der Liebe, aktuelle Single von Fettes Brot. Hier bei dieser CD von Sido bekomme ich 17 Superhits zu einem überaus fairen Preis. Der wie viel Sie ist? An, Sie an. Auf Teenager von Mars gibt es nur 13 Lieder. Ja. Warum sollte ich mir dann doch dieses Album kaufen? Ja, du kannst dir überlegen, entweder eine Schachtel Pralinen mit köstlich 13 Pralinen oder so einen Sack Bonbons, den man so im Balkaneball in die Menge wirft. So, Kanye West, Jay-Z, der Papst, Sido. Mit welchem deutschen Rapper aus dieser Reihe würdet ihr gerne mal ein Abendessen gewinnen? Schon Sido dann gerne, ja. Ja, dann auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Nehmen wir Sido. Okay. Bleiben wir doch auch vielleicht kurz bei Sido. Sido, hier Fachpresse für Ton feiern sein Genie und seine Bescheidenheit. Würdet ihr Sidos Werk eher als überdurchschnittlich genial oder als super genial bezeichnen? Das ist natürlich schwierig zu entscheiden. Er ist ja ich höre hier immer nur Sido. Wir reden deutlich zu viel über Sido. Ja, okay, wir reden jetzt über Sido. Deutlich zu viel über Sido. Ja, tut mir leid. Hier das sage ich jetzt ganz einfach, es geht mir so. Ja, hast du auch recht. Mir geht das auch so. Er soll sich nicht so haben. Sag ihm, er soll sich nicht so haben. Also man kann schon sagen, nein, er soll sich nicht so haben. Man könnte sagen, dass man sich nicht so haben soll, aber ich kann es auch verstehen.
Ja? Ja. Wir haben jetzt eine Band für euch, die euch vielleicht auch interessieren könnte. Wenn ihr mögt, seid ihr herzlich eingeladen, sie euch noch anzuschauen. Sehr gerne. Joko Winterscheid hat die Platte in Händen und auch einiges dazu zu sagen. Ich würde die Moderation übernehmen. Bitte absolut moderieren, was du willst. Nämlich tatsächlich eine hervorragende Band. Und Ladies and Gentlemen, ich weiß, dass viele von euch jetzt sagen, ach, Bands, da schalte ich immer lieber ab. Bleibt jetzt dran. Hurricane war ein Song, den habe ich vor 2-3 Jahren von denen gehört. Ich bin umgehauen gewesen. Das ist eine unfassbare Band, die den ganzen weiten Weg von Amerika hier rübergekommen ist, nur um heute hier bei uns zu spielen. Das ist ihr neues Album, How Does It Feel? Und das, was ihr jetzt zu hören bekommt, ist wirklich Sahne. Fast so gut wie das neue Album von Fettes Brot.